Auf dem Heidelberger Neckar wurde am 20. Juli 2017 etwas ganz Besonderes geboten, denn an diesem Tag waren Prinz William und Herzogin Kate zu Besuch in der Universitätsstadt. Die Zuschauer suchten nach dem besten Platz, um das royale Paar zu sehen, zum Beispiel auf dem Schiff Königin Silvia. Die Stimmung der Wartenden an Deck war richtig gut, genau wie die der Zuschauer auf der anderen Neckarseite. Schöne Wasserspiele der Feuerwehr, Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Würzner auf dem Polizei. Dann endlich war es soweit mit dem Ruderbootrennen. Herzogin Kate und Prinz William traten gegeneinander an. Beide saßen jeweils am Kopf der zwei Bootkonkurrenten RG Heidelberg und Heidelberger RK. Gewonnen hat dann später das Team von Prinz William. An der Theodor-Heuss-Brücke im Bereich der Wasserschachtel am Neckarufer konnten die Besucher bei Essen und Trinken feiern. Die Bühne bot ihnen ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm mit Siegerehrungen der sportlichen Leistungen und mit der Taufe zweier Boote auf den Namen William und Kate. Okay, ich taufe dich auf den Namen William, wünsche allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Bravo! Kann sich gar nicht vorstellen, das ist alles nicht bezahlt worden. Das DLRG fährt ehrenamtlich. Der Herr Menold, ich weiß gar nicht, was er alles gemacht hat, um diese Ruderregatta mal so eben aus der Hüfte zu stemmen, mit ganz, ganz vielen Ehrenamtlichen, ganz viele heute noch hier dabei. Deswegen ist es auch schön, dass wir heute eine Bootstaufe machen können. Da merkt man, Heidelberg steht zusammen, wenn es auch darum geht, mal in kürzester Zeit was auf die Beine zu stellen, was vielleicht vorher gar nicht so geplant war. Und wir stehen zusammen, wir machen ein Riesen-Event daraus, machen einen tollen Event daraus. Der passt zu Heidelberg, der steht für Heidelberg. Deswegen tausend Dank auch von meiner Seite nochmal an alle, die das mitorganisiert haben, inklusive Heidelberg Marketing und meinem Team vom OB-Referat. Ihr habt das toll gemacht, ich danke euch. Super! Dem können wir uns alle nur Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckhard Würzner freute sich über den Besuch des Herzogspaares mit den gemeinsam erlebten schönen Programmpunkten. Er hob die Bedeutung des Besuchs für die Intensivierung der Beziehung der beiden Länder Deutschland und Großbritannien hervor. Also ich glaube, wir sind alle super glücklich, dass alles super gelaufen ist. Wir hatten einen wunderbaren Empfang vor dem Rathaus mit dem Heidelberg oder Cambridge Heidelberg Market, bei dem auch gerade Startup-Unternehmen sich vorstellen konnten, wir die regionale Weinkönigin präsentieren konnten. Jetzt bei schönstem Wetter hier die Ruderregatta auf dem Neckar. Also was kann man sich Schöneres vorstellen? Und Kate und William waren super begeistert. Das, was gelungen ist, ist, dass wir gezeigt haben, langjährige Freundschaft ist wichtig. Wir haben jetzt seit über 52 Jahren eine sehr enge Beziehung mit England, gerade mit Cambridge. Kate ist Herzogin von Cambridge, also auch dadurch gibt es natürlich eine sehr enge Beziehung gerade zu Cambridge. Und ich habe mich auch gefreut, dass George, der Bürgermeister von Cambridge, mit dabei war. Und das hat die ganze Sache natürlich wunderbar abgerundet. Also eine wirklich enge Beziehung zwischen England und Deutschland und genauso sollte es sein. Herr Würzner, Ihnen kann man, glaube ich, schon mal gratulieren für diesen tollen Tag hier in Heidelberg. Danke.